Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Viel Spaß für die Kids beim Fußball-Trainingscamp auf der Brugger Moinsel. Gastronomiesterben aufgrund der großen Bürokratie in der Europäischen Union. Und das Wetter morgen, sommerlich und warm bei 30 Grad. Früh übt sich, was ein Meister werden will. Gemeint ist ein Camp für Kinder und Jugendliche im SC-Treff und auf dem Rasen des Brugger Stadions auf der Moorinsel. Die Rückmeldungen der Kids sind hervorragend, das heißt, es gefällt ihnen sehr gut. Es passt alles zusammen, sowohl die Trainingsbedingungen als auch das ganze Essen, das wir hier bekommen haben und erhalten haben. Die Voraussetzungen sind optimal und entsprechend arbeiten die Kinder auch mit und sind begeistert. Wenn dieses Camp abgeschlossen ist, wandern dann Einzelne zu irgendwelchen Vereinen? Sehr viele sind schon in Vereinen tätig, aber Einzelne natürlich sind noch vereinslos. Und das ist der Hintergedanke auch dieser ganzen Sache, dass die Kinder noch mehr zum Fußball hinzugebracht werden, dass sie hier bei den ansässigen Vereinen dann tätig werden oder aktiv werden. Und natürlich bietet es sich an, hier direkt beim SC Brugg dann gleich die ersten Fußballschuhe zu schnüren und dann vielleicht bis zur Kampfmannschaft hinaufzustoßen in den nächsten Jahren. Interessant ist auch, dass man doch eine nicht geringe Anzahl von Mädchen findet, die bei diesem Camp dabei sind. Ja, und vor allem sind diese Mädchen sehr, sehr engagiert und sehr aktiv, sind fußballerisch sehr begabt, muss man sagen. Auch bereits von 6 Jahren beginnend sind hier große Talente am Werke. In so manchen Köpfen der jungen Teilnehmer macht sich sicherlich auch der Gedanke breit, auch einmal zu den Großen im Fußball zu zählen. Und jede und jeder haben so ihre Vorbilder. Was gefällt dir an diesem Camp am besten? Ja, die Leute sind sehr nett und ja, gut organisiert. Netter Trainer, wir haben auch schon eine Choreografie geübt, die wir dann am Nachmittag da im Stadion vorzeigen werden und ja. Hast du irgendwo im Hinterkopf einen Wunsch, auch einmal ein Großer zu werden? Ja, schon. Wer soll denn das sein von jenen, die als Vorbild dienen? Als Vorbild ist einmal Oliver Kahn ein bisschen, ja. Du nimmst an diesem Camp teil, was gefällt dir denn am besten? Mir gefallen am besten die Übungen und die Trainer sind auch sehr nett und alles. Was spielst du denn, Verteidiger, Stürmer? Ich bin eher bei seinem Stürmer. Hast du schon Tore geschossen? Viel. Und was macht dir besonders Spaß? Mir macht es besonders Spaß, dass wir alle zaubern halten. Es muss nicht immer ein Camp irgendwo in der weiten Welt sein. Auch das Gute liegt so nah. Es wurde das gesamte Programm eines intensiven Fußballtrainings durchgearbeitet. Für die richtige gesunde Ernährung sorgten die Mitarbeiter des SC-Treff. Für den nötigen Flüssigkeitshaushalt war McDonald's Bruck an der Mur zuständig. Immer bedrohlicher wird die Situation in der Gastronomie. Viele Lokale schließen ihre Pforten, weil sie entweder keinen Nachwuchs für ihre Betriebe finden oder die Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass ein Weitermachen nicht mehr möglich ist. Auch andere Gründe spielen eine wichtige Rolle. Die Gastronomie auf der einen Seite, warum sie aufhört, stimmt, die Kinder machen nicht weiter. Das kenne ich von vielen Familienbetrieben. Und die andere Seite ist, es gibt so viele Gesetze, Auflagen, Richtlinien, Evaluierungen, dass man irgendwann sagt, na, ich kann nicht mehr. Und das, bei vielen Betrieben lasse ich das einfach gar nicht machen, dass sie vorher sagen, das sperre ich lieber zu. Ich bin ja selbst im Ausschuss in der Gastronomie in Graz. Sie wissen ja, ich bin ja Funktionärin in der Wirtschaftskammer viele, viele Jahre. Und kämpfe da ehrlich gesagt oft als Einzelkämpferin, wenn ich jetzt nur die neuen Gesetze von den Allergenverordnungen angeschaut habe. Ich war selbst in Brüssel und habe gesagt, ich fliege nicht nach Hause, wenn ich den nicht kennenlerne, der uns das aufdividiert hat. Aber es sind so viele Dinge und Gesetzeslagen, die haben dann gesagt, sie haben uns Richtlinien geschickt nach Österreich und was Österreich dann draus macht, ist wieder eine andere Geschichte. Kann man sagen, dass in Summe die Rahmenbedingungen nicht stimmen? Also die Rahmenbedingungen passt überhaupt nicht mehr und ich weiß, dass es vielen Kollegen echt schlecht geht. Man muss vielleicht unterscheiden, ob ihr 4-Sterne-Haus oder ein Familienbetrieb oder irgendwo im hintersten Kram drinnen eine Gaststätte habt.
ein kleines Wirtshaus, dass ich überhaupt überleben kann. Und wenn man da nicht Unterschiede macht, weil wenn ich nur auf die Allergenverordnung denke, da habe ich eine eigene Schulkollegin, die hat überhaupt Überlebenskräfte, dass sie das schafft noch, die kommen nicht zusammen mit diesen Verordnungen. Und wenn man da nicht Unterschiede macht und bei der Kontrolle liegt es für mich, dass ich sage, schauen Sie, ich muss einen Unterschied machen, wenn die selber in der Früh aufsteht, das Lokal putzt, schaut, dass sie Gäste hat, dass sie überhaupt überleben kann, ist ein Unterschied, wie wenn ich ein 4-Sterne-Hotel habe, den Zettel hingebe und zur Sekretärin sage, bitte machen Sie mir die Allergenverordnung. Und das ist halt ein gewaltiger Unterschied. Und die andere Sache ist, also ich meine, da gibt es so viele Dinge, wenn ich jetzt das Rauchergesetz anschaue, na bitte, ich meine, das ist ja ein Gesetz, da man total versagt. Nun sitzen Sie ja doch eigentlich in dem Boot, das gerudert wird. Und man müsste annehmen, dass Sie sich durchsetzen können in Ihrem Bereich. Ist das nicht der Fall? Also Sie sagen es richtig, ich sitze zwar in dem Boot, aber es ist unmöglich. Du hast niemanden im Hinterhalt, ich habe auch niemanden im Hintergrund. Es ist schon allein, wenn ich denke, oder dass wir uns vielleicht zusammensetzen als Wirt, dass man einen Stammtisch zusammenbringen würde. Da hat jeder andere Meinung und diese Meinungen kann ich auch nicht wirklich auf Annehmer bringen. Das geht einfach nicht. Kann man sagen, dass die Genossenschaft, die in Österreich führend ist in allen Bereichen, nämlich die Neidgenossenschaft, auch eine Rolle spielt? Natürlich spielt es auch eine gewaltige Rolle. Wir haben uns früher immer gesagt, schau mal, wenn der eine Wirt Ruhetag hat, soll der andere vielleicht aufsperren, damit die Leute, vor allem in einer kleinen Gemeinde, ich sage jetzt noch immer, wir sind ja immer noch eine kleine Gemeinde, dass jeder Kunde sich aussuchen kann, wo gehe ich hin, wenn der Nachbarwirt zu hat, dass der andere offen hat. Auch das funktioniert nicht. Es ist so, dass im Grunde genommen doch ein großer Neid vorhanden ist und sich jeder sein eigenes Superl kocht. Es ist so. Die Wirtschaftskammer müsste doch eigentlich mächtig sein. Naja, die Wirtschaftskammer ist schon mächtig und sage jetzt, ist wirklich sehr bemüht, an allen Ecken und Enden zu helfen. Auch bei der Allergenverordnung haben sie alles Bestmögliche getan, nur wenn einer halt den Computer gar nicht einschalten kann, weil hier hinten das ein kleines Wirtshaus ist, dann können wir denen auch nicht helfen. Und jetzt da als Vertreterin muss ich jetzt dazu sagen, ich bin zwar ganz viel unterwegs oder zumindest versuche einigen zu helfen, aber es ist nicht möglich, allen zu helfen. Und ich bin mir ganz sicher, und es ist so leidtragend, dass das auch für mich ist, es werden einige zusperren, da bin ich mir ganz sicher. Es ist auch so, dass das Kaufhaussterben angefangen hat oder schon ist und das nächste echtes Wirtshaus sterben wird. Dann werden wir nicht mehr zu den reichsten Ländern der Welt zählen. Da bin ich jetzt ein bisschen zweispältig, sage ich jetzt einmal, ob wir noch zu den reichsten Ländern gehören. Das möchte ich jetzt gar nicht so bestätigen. Es geht uns natürlich an allen Ecken und Enden gut und wir jammern schon auf höchstem Niveau, das muss man schon dazu sagen. Es gibt aber auch viele Dinge, wo es uns schlechter geht. Und wenn das so weitergeht, kann man nur mehr sagen, Prost, Mahlzeit. Ab jetzt, NEMA.TV, auch auf Facebook. Ihr findet uns und unsere aktuellen Sendungen unter www.facebook.com/NEMA.TV. Wir warten auf eure Likes. Heute war es zunächst noch bewölkt und da und dort gab es ein bisschen Regen. Ab Mittag kam dann die Sonne heraus und auch die Temperaturen stiegen auf sommerliche 28 Grad. Morgen meldet sich der Sommer endgültig zurück und der Dienstag leitet die nächste Hitzeperiode ein. Morgen schon Werte um die 30 Grad, wird es in den nächsten Tagen immer wärmer.